Was würdest du tun, wenn du erfahren würdest, dass unser Planet in 13 Jahren untergehen wird? Nimmst du Kredite auf, um eine unvergessliche Zeit mit deiner Familie zu verbringen, damit man einander überdrüssig wird? Damit der Abschied leichter fällt? Oder gehst du aufs Ganze und lebst wenigstens noch ein letztes Mal für dich selbst? Oder widmest du vielleicht alle 13 Jahre Gebeten, Mantras und Retreats? Wirst ein Mönch? Was für ein Kindergarten ist das? Du bist doch ein durchaus intelligenter Mensch. Wahrscheinlich fängst du an zu berechnen, welche Zonen auf dem Planeten am längsten erhalten bleiben und kaufst dort ein Stück Land, baust einen Bunker, damit du länger leben kannst als die anderen. Und was dann? Wie Sie sehen, wird bei einer derartigen Zunahme von Naturkatastrophen das Leben unmöglich werden. In nur 5 Jahren könnte sich unser Leben in einen Albtraum verwandeln. Nur 5 Jahre. Sehen Sie sich die exponentielle Ausdehnung des Diagramms der Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 3 an. Sehen Sie, wie die Zahl der Erdbeben zugenommen hat. Das bedeutet, dass auch die Anzahl der starken Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 6 zunimmt. In nur 5 Jahren werden sich Erdbeben, wie wir sie in diesem Jahr in der Türkei erlebt haben, praktisch jeden Tag in verschiedenen Teilen des Planeten ereignen. Was glauben Sie, wie viele Städte werden überstehen? Sie werden sehen, dass mehr als 90% der weltweiten Produktion in 5 bis 7 Jahren nicht mehr existieren werden. Dieser Trend hat bereits in diesem Jahr begonnen. Schauen Sie sich die Karte von Amerika genau an. Sehen Sie die roten, gelben und grünen Zonen? Diese Karte zeigt, wie bald die verschiedenen Gebiete unseres Landes von verheerenden Klimakatastrophen betroffen sein werden. Was die europäischen Länder betrifft, so ist es auch nicht ratsam, sich auf sie zu verlassen. Vielleicht werden wir dieses Thema auf unserem nächsten Forum ausführlicher erörtern. Internationales Online-Forum. Globale Krise. Verantwortung. Unzensiert können Sie das Forum auf dem Kanal Kreative Gesellschaft auf Rumble anschauen.